Aber ich bin ganz froh, dass die Welt bunt ist und die Menschen Ja, bunt ich sind, doch dick, dünn, auch. Ich groß, doch klein. auch. Zum Glück hört man kein Zwinkern im Podcast. Alter, war das geil, ne? Die Skate-Nacht, oh, und Frachterkonzert, boah, oh, war das gut, ey. Ich gestern. bin auch voll fertig davon. Uff. Ich stand mitten im Moshpit, weißt du, als mein Ja. nachher Kleiner kam und mir so High Five gab und so, na, endlich wieder Party machen, geil, geil. Auf Ist dann jeden mit dem Fall. Skateboard davon gefahren. Oh, war das geil. Herr Kleine, was sagen Sie denn dazu? Der wird mit Dreifachkater im Bett liegen. Das heißt ja dann gar nicht Moshpit, das heißt ja dann, Moshmit. nee, das heißt, Super Spreader Pit. Ach so, ja. Darf man nicht machen, ne, eigentlich. Na, weiß ich nicht. Komm, gerade so geht noch. Aber Abstand halten ist trotzdem geboten. Ja, ich Es weiß. gab ja auch im aktuellen Song von dir auch so die Kritik, oh, ist es Corona? Alle poken da so ein bisschen rum. Aber es sind ja fast Fast alle durchgeimpft, ungetestet und so viele weiter. Ja. Getestete und der Rest, um die ist es nicht schade. Auch ich war geimpft und konnte deswegen und getestet, konnte mich deswegen Ja. auch den Leuten nähern, ohne groß Angst zu haben. Dion war auch geimpft. Ganz frisch. Deswegen sieht man ihn im Video nicht. Und auch Imp, weswegen Robin Ja. stinksauer ist auf Imp und jetzt übelst der Beef herrscht Auf zwischen den jeden Fall. beiden. Was fällt ihm ein? Habe ich gehört. Beef Der zwischen Imp Assi, und ey. Robin. Kommt zu meinem Geburtstag, schnorrt sich durch bei der einen Kiste Alkohol, die ich eingestellt habe. Ja. Ja. Schnorrt sich ohne Ende durch und macht dann beim Musikvideo nicht mit. Und lag nur auf dem Fußboden. Alter, ey. Faule Sau. Diese Drecks-Influencer, die machen den ganzen Tag nichts. Influencer. Ja. Ja. Übrigens, hallo. Ach, ihr seid ja auch schon da, Ach. liebe Zuhörer. Das ist ja der Hammer. Die haben sich ja einfach reingeschlichen. Wie ist denn das jetzt passiert? Uff, das, ja, ich habe euch ja gar nicht kommen sehen. Da, hallo. Obwohl die Tür unten zu war diesmal. Meistens Ja. ist sie einfach so auf, aber heute Da war sie steht geschlossen. innen jetzt drin, hey, machen Sie die Tür mal immer zu. Gut So ein so. Schild, ja. Sonst kommen irgendwelche Pseudo-Rapper aus Weimar unangekündigt in irgendwelche Wohnungen, die sie Ja, nicht sollen. Kann das passieren. wollen wir ja nicht. Nein. Ja, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn, liebe Zuhörer. Das ist ja wundervoll, was ihr hier schon wieder macht. Einfach so reinsneaken und euch hier auf die Sitzkissen positionieren und unseren lüsternen Stimmen zuhören, wie wir über die letzte Woche reden. Denn wir sind Brennpunkt Internet mit Tinko Anrancher und. Räuben, Namibia, Rostock. Doch, gefällt mir. Ich finde es auch echt immer wieder gut, wie du in den Kommentaren immer wieder einen neuen Spitznamen bekommst. Letzte Woche war es Telefon. Langsam Fand ich auch sehr, sehr gut. gehen die Ideen aus, dachte ich, Ja. aber Telefon, okay, das geht noch. Ja. Du bist aber nicht zufällig Patrick Moster, oder? Nee. Das ist uns zum ersten Thema führt. Außer der ist irgendwas Gutes. Dann Nee, bin nee, ich nee, der. nee, nee. Okay. Der ist ein, wie sagt man, ein Radsportdirektor aus Deutschland natürlich. Ah, ich bekam es mit. Und der heißt mit Namen Patrick Moster, nicht zu verwechseln mit Robin Noster, Ja. Grafu, und hat einen handfesten Rassismus-Skandal bei Olympia produziert. Und zwar muss er seinen Schützling angefeuert haben, vor dessen ein algerischer Radfahrer gefahren ist, weil er muss ihn so angetrieben haben von wegen, hier, den Kameltreiber kriegst du auch noch da vorne und so. Ja, holt den Kameltreiber! Und So war das, glaube ich, das gerufen. wurde nicht so gut aufgefasst und die deutsche Olympia, der Rat, glaube ich, wie das heißt, hat beschlossen, ihn nach Hause zu schicken und es darf halt von zu Hause seine Leute im Fernsehen anschreien und rassistisch bepöbeln. Jetzt kriegt er Urlaub. Ja, hast du das Video gesehen zusammen mit dem Kommentator? Das Nee. fand ich sehr schön. Weil man sieht halt diesen Clip so. Also es wird ja live moderiert alles, ne? Und dann gibt es einen Kommentator und der so, das war Patrick Moster, den wir da gerade gesehen haben. Wenn ich ihn richtig verstanden habe. Also er war so ganz zögerlich erst und dann, je länger er sprach, desto klarer wurde er und dann so, das ist einfach unter unserer Würde. Das geht gar nicht. Ja, dann hat sich da so ein bisschen reingesteigert, fand ich sehr schön. Aber im ersten Moment war so, habe ich das gerade wirklich erlebt? Ja. Ja. Ja, habe ich nicht gesehen. Ich habe nur nur ein Bild gesehen und einen Artikel gelesen dazu und das hat mir schon gereicht. Ja. Und es ist uncool. Also, es gab ja noch Ja. andere kleine Ich Skandelchen. Ja. finde aber uncool war gerade das perfekte Wort. Auch da würde ich versuchen, das etwas differenziert zu betrachten, weil wenn jetzt ein Algerier sagt,
hol die Biersäufer oder hol die Es ist Dirndlträger oder sowas, immer weißt das du? gleiche Thema. Nein, das kann man nicht vergleichen. Ich fände es halt nicht schlimm. Ich sage nur, ich Ja. fände es so rum nicht schlimm. Ist aber gut so, dass du es nicht schlimm Ja. findest. Das heißt, dass du privilegiert bist. Ah. Also Menschen aus Algerien vielleicht nicht. Aber machst du gerade Algerien runter? Vielleicht geht's den Algerien voll Die gut. sind schon unten, die Algerier leider. Die Mach die doch nicht. werden in der Gesellschaft nicht so, in der weißen Gesellschaft nicht so anerkannt, wie es ein Weißer tun würde. Deswegen Das ist mag sein, aber ich meine, jetzt so. vor Ort ja vielleicht, oder geht's dir nicht gut, weil die nicht so viele Kamele haben? Nein, aber weiß ich nicht, wie viele Ich Kamele habe der gar hat. keine Kamele. Och, Das war der große mein Nachbar hat Skandal. fünf. Weil er keine Kamele mehr hat, deswegen war das eine Ja. große Beleidigung. Ja, Ja, klar, nee, geht's mir auch so. ich meine das ja, ich sage das ja immer wieder vor dem Aspekt, dass irgendwann alle ja gleich sind, gleichberechtigt zumindest. Und Irgendwann. ja, und dann, es ist natürlich nicht cool, es ist sehr uncool, Ja. aber es ist jetzt nicht so, als hätte er das N-Wort geschrien oder sowas. Das wollte Nein. ich da vielleicht einfach nur so ein bisschen als Es geht immer Differenzierung schlimmer. reingeben. Auch der Dresden-Attentäter hat nur zwei Menschen getötet und nicht wie in Christchurch Ja, irgendwie okay, gut. 49 oder so. Aber trotzdem bleibt es halt eine scheiß Sache, Ich die finde man das macht. okay, dass man ihn da ein bisschen maßregelt, Ja. ja, aber Nach Hause schickt. das allergrößte Fass, fand ich jetzt, wurde da nicht zu Recht aufgemacht irgendwie. Na, ich find's, also ich fand's jetzt als Außenbetrachter angemessen, aber ich weiß nicht, wie es Menschen geht, die betroffen sind. Die müssen da vielleicht ein bisschen mehr drüber richten und sagen, nee, macht mal ein Exempel und schließt den mal irgendwie aus folgenden Olympiaden oder so. Vielleicht. Ja. Wurde nicht Erdogan irgendwie als Eselficker oder sowas bezeichnet? Ziegenficker, Oder ja. Ziegen, ja. Aber in einem satirischen Naja, Kontext. aber ja, also ich verstehe auch, und er ist ja auch eine Person des öffentlichen Lebens. Ja. Gut ist dieser Radsportler vielleicht auch, aber ich sage ja nur, also Kameltreiber, ich weiß, es klingt für mich jetzt erstmal, vielleicht bin ich dazu privilegiert und keine Ahnung, rassistisch, aber Kameltreiber klingt für mich jetzt nicht so schlimm. Gibt Aber es denn in Algerien überhaupt Kamele? Ich kenne es mich halt ist auch nicht schon aus. abwertend, wenn du eine Person hast, die einen Wahrscheinlich ist es dunkleren abwertend. Ton hat, Ja. dann kann so ein Spruch wie du Kameltreiber schon rassistisch sein. Denke ich jetzt. Also ich hätte gern ein Kamel. Ich finde die cool. Dann hol dir eins. Ja. Dann können wir den Patrick Moster einladen, dann kann er dich beschimpfen als Kameltreiber. Gerne. Und es gab noch einen Skandal bei Olympia. Und zwar ist ein Video viral gegangen von einem Judo-Trainer, der seinem Schützling, also einer jungen Frau Aber das ist doch kein quasi, Skandal, sie, oder? naja, es wurde erst einer, aber es ist eigentlich keiner, Ja. sie übelst schüttelte wie so ein kleines Kind und dann quasi Ohrfeigen gegeben hat. Und Ja. dann ist sie in den Ring gegangen oder wie das heißt, Dojo. Und dann haben alle gesagt, oh, Gewalt bei Olympia und so, und er zwingt sie jetzt zu Haltet euer kämpfen. Es Maul. ist Quatsch. Also ich bin ja so ein bisschen Kampfsportexperte, ja, und ich weiß, dass es durchaus eine Methode ist, jemanden zu motivieren. Dass er das Testosteron, nee, wie heißt das? Das Adrenalin herausstößt. Testosteron in dieser Frau Genau, rausgepumpt wird. genau. Also es halt ausgeschlossen wird, dass man quasi in den Kampf reingeht, schon aufgepeitscht und dann Ja. auch gewinnt. So. Das haben wir damals 2013 gemacht, bevor wir da über die Messe sind und mit den Mädels interagiert haben. Ja. Haben wir uns so geohrfeigt. Los, jetzt, die Jagd ist eröffnet. Das hat uns, also so in der Art hat ein Artikel das mal über uns geschrieben, dass wir das vermutlich gemacht haben, uns so Ach, ich anzuhypen. erinnere mich, stimmt. Ja. Ja. Ja, also da sieht man mal, in was verschiedenen Kreisen wir unterwegs sind, weil alles, was ich gesehen habe, ist, ey, hier, so will ich morgens geweckt werden, ey, hier kann mir das jeden Morgen mal jemand als Motivation geben. Es gab Sowas Menschen, habe ich halt die gesehen. dachten, es wäre übelst die Misshandlung der Schülerin oder der, weiß nicht, des Schützlings. Aber ich habe es gesehen, dachte mir, nee, das ist normal, das macht man so im Kampfsport. Beim Boxen, Kickboxen macht man das immer so. Wobei ich es ab und zu auch andersrum mache, wenn ich am Skaten bin und merke, dass ich so ein bisschen aufgebracht bin, aber einen kühlen Kopf brauche, dann schüttel ich mich halt so ein bisschen, um den Puls wieder ein bisschen runterzufahren. Ah, kann man Ja. auch machen. Aber da ist es ja ein Kampf mit mir selbst, nicht gegen andere, weißt du. Als ich am Theater eine Rolle gespielt habe, die sehr aggressiv ist, und zwar so ein bisschen Klaus Kinski-mäßig, aber irgendwie auch nicht. Und ich bin quasi erst auf die Bühne draufgestürmt bei einem Stichwort. Und da habe ich mich auch vorher so ein bisschen geohrfeigt und so und übelst so aufgepeitscht vorher. Aber ich hätte mir auch gewünscht, jemanden zu haben wie diesen Trainer, der mich aufpeitscht. Weil Ja. dann bist du echt drin und denkst dir, ah, ich habe gerade einen in die Fresse bekommen, jetzt geht's aber richtig los hier. Es Ja. ist so ein bisschen Technik einfach, menschliche Technik. Ja, wir hatten ja mal den Stahlmetaller, der uns genauso aufgepeitscht hat, als wir über Jerusalem und so geredet haben.
Verbal, ja. Der ist aber jetzt länger nicht mehr da gewesen. Ich glaube, unsere Meinung ist dann eben doch vielleicht. Hallo Stahlmetaller, falls du doch noch da bist. Gib uns mal wieder eine Ohrfeige. Du glaubst, dass er deswegen nicht mehr zuhört, weil wir uns über dieses Thema geäußert haben und nicht gesagt haben, wir stellen uns auf eine Seite, sondern wir gesagt haben, wir haben davon keine Ahnung. Cool. Weiß ich nicht. Ja, also Olympische Spiele sind auf jeden Fall in aller Munde diese Woche gewesen, obwohl ich nach wie vor nicht weiß, wer das wirklich aktiv verfolgt. Ich nicht. Es sind mehr als man denkt, aber ich habe mich dafür auch nie interessiert. Es ist immer so ein Riesending, wenn man irgendwie liest, diese Sportlerin hat einen Doktortitel und ist bei Olympia hat er Gold gewonnen und so. Da Ja. stelle ich mir immer vor, wie muss das dann zu Hause bei der Familie sein, ja, wenn die am Tisch sitzen und die kleine Schwester dann da sitzt, wenn die Eltern sagen, hier, Jessica, die hat hier eine Goldmedaille und einen Doktor, was machst du? Du hast einen TikTok-Account so und kannst nichts, gefühlt. Das muss voll der Druck sein, so eine Schwester zu haben. Oder Ja. so einen Bruder. Ja, vor allem frage ich mich, ob es wirklich Leute gibt, die unabhängig von Disziplin einfach das so binge-watchen wie so eine Serie. Oh ja, jetzt kommt hier Fußball, geil, jetzt kommt hier. Mein Opa ist so einer, der guckt echt so von früh bis abends Sport. Ja, aber auch Olympische Spiele Auch demnach das, durch, ja. ja. Aber ich kenne ja zumindest Leute, die skatischen Spiele, die Skate, wie sagt man? Die Olympischen Spiele in der Disziplin Skateboarding. Hast du geschaut, ja? Ich nicht, nee. Ach so. Nee, aber da gab es Leute, die sich nach meinem Geburtstag zum Public Viewing getroffen haben und dieses Spektakel angeschaut haben. Da ist wohl auch die ein oder andere Sportwette vorher hin und her geflossen. Von daher stand Geld auf dem Spiel. Aber darüber hinaus denke ich mir, okay, da gucke ich mir halt hinterher vielleicht ein Best-of an oder so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, werden da eigentlich alle Länder zugelassen oder gibt es da Vorausscheid? Ich Das dachte, dauert man ja ewig. qualifiziert sich irgendwie dafür, aber ich weiß es auch nicht so ganz genau. Das würde ja ewig dauern, wenn du da irgendwie 200 Leute hast bei jeder Disziplin. Na, mehr noch. Ich weiß nicht, was man beim Skaten bewerten soll. Alles. Ich meine, wenn du Ice-Skating hast, kannst du ja auch, also. Verstehe ich genauso wenig. Geht es da irgendwie um Haltung, wie der Trick aussah und. Das wird schon irgendwo ein bisschen subjektiver sein, als einen 100-Meter-Sprint auf Zeit zu messen. Aber ja, da gibt es halt diese Wertungen, ne? Den 9,5, yeah, supergeil, 10,0 kriegt man eh nie. So dieses gibt's da. Und das auch in verschiedenen Disziplinen abgeräumt hat, vor allem Yuto. Das ist ein Japaner tatsächlich. Es ist ja Tatsächlich. in Tokio. Und der hat die Goldmedaille geholt. Keiner der Amis hat eine Medaille geholt. Weil ja alle so fett sind. Es gibt da Nigel Houston und Shane O'Neill und wie sie alle heißen, die sind da angetreten, aber keiner hat eine Medaille geholt. Und ja, die Amerikaner sind ja so ein bisschen elitär, was das Skaten angeht. Ich habe auch schon öfter mal was hochgeladen, heißt so, ah ja, das muss ein Europäer sein, weil ich halt nicht so standardmäßig skate. Ja, muss immer die Handrails fahren und so. Egal, das geht jetzt auch wieder zu weit. Auf jeden Fall hat der Japaner die Goldmedaille geholt und auch eine 13-jährige Japanerin hat in ihrer Disziplin eine Goldmedaille geholt. Fantastisch. Also die Japaner, ich war schon mal in Japan, die räumen bei den Olympischen Spielen gut ab. Ja. Zumindest das, was ich so mitbekomme. Aber die 13-Jährige ist ja auch bei den Erwachsenen, oder gibt es da Nee. nochmal Jugendspiele? Ja, Ah, glaub ach schon. so. Und dann wird es ja unterteilt in Street, Park und World oder so. Auch noch. Ach. Ja. Wie viele gibt es denn da inzwischen Disziplinen bei Olympia? Das müssen ja auch schon 1000 sein, gefühlt. Ich habe keine Ahnung. Jedes Jahr liest man, das wurde jetzt zugelassen, das wurde jetzt zugelassen. Du wirst nochmal wieder welche wegstreichen im Ich weiß auch Austausch. gar nicht, wie lange das genau geht. Vielleicht gegenrecherchiere ich das mal eben, weil das muss ja ewig dauern. So, bis da alle mal durch sind. Wir hatten auch in der Schule damals irgendwie so einen Aushang mal gehabt, irgendwie Jugend trainiert für Olympia, wo man sich anmelden konnte. Aber da habe ich die Finger von gelassen. Ich finde Sport ganz, ganz furchtbar. Vor allem es zu Olympische machen. Spiele. Also es gab auf jeden Fall noch die Meldung, dass die Philippinen nach 100 Jahren Versuchen das erste Mal jetzt geschafft haben, eine Goldmedaille zu holen. Die gehen 23. Juli bis 8. August. Das ist gar nicht so ein langer Zeitraum. 2 Wochen. Harte. China hat bis jetzt die meisten Goldmedaillen mit 18. Japan hat aktuell 16. USA 14. Keine Ahnung, was ROC sein soll. Und Deutschland hat 3. Das ist ein bisschen wenig, wa? Ja. Bis jetzt. Blamabel ist das. Die holen noch auf. Naja, Es gab noch einen Sportskandal, ja, um das abzuschließen. Oder hast du vorher noch Olympische was? Spiele habe ich noch, ja. Ja, erzähl. Deswegen hatte ich auch gerade nicht, dass du da falsch von mir denkst. Ich hatte nämlich dieses Bild hier offen gerade Ich dachte eben. gerade, was für eine perverse Sau. Genau, ich habe hier so eine Gymnasiastin, keine Ahnung, Michaela Maroney oder so. Gymnastikerin. Ja, weil die
Deutschen sind angetreten, das erste Mal mit so ganz neuer Garderobe beim Gymnastiksport. Und zwar, du siehst ja hier, dass quasi irgendwie die Arme bedeckt sind, aber die Beine frei. So ein roter Body quasi, Ja, genau, ich war in ja. so einem Schwimmanzug eigentlich mit Ärmeln. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt damit zusammenhängt, dass die Beine frei sein müssen fürs Gymnastik, aber eher nicht. Aber die Deutschen sind jetzt halt so hier angetreten, also in so einem Ja. Ganzkörperanzug. Wurde mir so zugetragen, um die Sexualisierung ein bisschen zum Thema zu machen Ja. und da dagegen zu wirken. Dann frage ich mich allerdings, warum dieser Ausschnitt so gewählt wurde in ich Aber sage jetzt es mal ist ja kein echter, Hautfarben. ist ja Es kein ist kein echter. echter, aber so von weitem sieht Damit es halt aus wie es ein so weiter aussieht Ausschnitt. wenigstens, aber es ist nicht wirklich so ist. Ja, aber also ist das nicht per Definition Sexualisierung, wenn man von weitem aussieht, als hätte man einen sehr tiefen Ich Ausschnitt? glaube, es ist Absicht, damit die erst von der Ferne gucken, auch geil ranzoomen. Dann sehen sie halt, ach nee, ist ja nur ein Oberteil. Naja, also mir soll es egal sein. Passt auch Ich guck die zu Scheiße meinem nächsten sowieso wilden nicht. Thema, denn es gab auch bei der Beachvolleyball irgendein Turnier, gab es dann, ich glaube, die EM, hat die norwegische Beachballmannschaft sich auch geweigert, diese knappen Höschen zu tragen. Weil es gibt Sie wohl sind im. einfach nackt angetreten. Genau. Ja. Es gibt so im Regelwerk die Regel, dass man halt dieses so, wie heißt denn das, so ganz enge Panties tragen muss und Borat. so, genau, Borat-Panties anhaben muss und knappe Oberteile. Und die müssten quasi jetzt eine Geldstrafe zahlen, weil sie das nicht getan haben. Und kein geringerer als Pink, die US-Sängerin, hat sich entschlossen, diese Strafe zu übernehmen. Zu sagen, ich finde es gut, dass diese norwegischen Frauen da aufstehen gegen diese Sexualisierung des Sports, weil diese knappen Höschen tragen nichts dazu bei, besser Beachvolleyball zu spielen. Und deswegen hat nee, Beach Handball zu spielen. Deswegen hat Pink gesagt, übernehme ich eure Strafe, die ihr zahlen Aber müsst. man könnte da schon das zur Debatte freigeben. Also beim Schwimmen ist es ja schon so, dass die Dynamik wichtig ist und beim Sprinten ja auch. Also wenn du zu schlapprige Klamotten Ja, anhast. schlapprig, aber die hatten ja enges, aber Ich weites weiß ja nicht, an. was die Alternative jetzt ist. So, ich sage nicht, also das wird da wahrscheinlich nicht so sein, aber die Sportkleidung ist schon von Vorteil hier bisweilen. Ja, aber wenn es aber keinen Vorteil bringt, das heißt, wenn du eine Kleidung nimmst, die nachteilhafter ist, dann kann man dich ja erst recht nicht dafür bestrafen, weißt Ja, also bestrafen ist ja richtig dumm, das meine Ja. ich nicht, aber es gibt ja hier und da einen guten Grund, warum Leute irgendwas tragen beim Sport, einfach Ja, um die letzte Millisekunde noch rauszuholen. Schwimmer, die haben ja auch immer so ganz enge Klamotten und rasieren sich auch am ganzen Ja, Körper ich und hätte so. eben beim Schwimmen auch fast aerodynamisch gesagt und dann habe ich, Eieieiei. nee, es ist ja dann hydrodynamisch. Genau. Das wäre ein grober Fehler gewesen. Ja. Das ist schon richtig. Also ich kenne es auch vom Kampfsport, Von Kraftklub kenne ich es vom auch. Kraftclub kenne ich das auch ein bisschen, dass die Leute sich dann auch irgendwie so einölen, dass sie halt so rutschig sind und so und dass die nicht so leicht zu packen sind. Aber ich finde es dumm halt, dass das irgendwie Frauen beim Beachhandball gezwungen werden, enge Sachen zu tragen, wenn sie es gar nicht wollen. Ja, Vor allem cool. bestrafen dafür. Sinnlos. Frauen bestrafen. Punkt. Eine wurde auch bestraft, eine Frau, und das ist Baerbock. Die wurde ja schon viel Die hat bestraft. es richtig baerbockt. Die hat aber auch so viel schon sich geleistet, ja. Also, Ja. puf. Aber jetzt gab es einen handfesten Skandal, wo auch ich sage, okay, es ist mir auch schon mal passiert, so, auch in der Öffentlichkeit. Und man kann daraus lernen, das tut sie jetzt auch, aber es jetzt noch zu tun, finde ich schwierig, denn sie hat das N-Wort gesagt. Ach ja, das war ja Ja, auch noch. die N-Bombe ist geplatzt, Leute. Aber Moment, Tino, ich habe mich da nicht reingelesen, war zu faul. Und Ja. ganz ehrlich, dieser US-Krieg, der hier gerade passiert, ja, das ist ja, wer kann, nicht wer hat das beste Programm, sondern wer kann seinen Gegner mit mehr Scheiße bewerfen, der ermüdet mich sehr hier in Deutschland. Deswegen, Tino, das, was ich mitbekommen habe, war das nicht trotzdem auch ein Zitat? Sie hat es reproduziert. Sie hat also nicht gesagt, hey, pass mal auf, du, Ja. sondern sie hat gesagt, das Wort sollte man in der Form nicht sagen. So eine Art hat sie das gesagt. Und auch das sollte man offenbar nicht mehr tun. Das ist auch jetzt, dass man sagt, okay, auch einfach nicht mehr sagen. Ich verstehe es, ich sage es auch schon lange nicht mehr so. Hab's auch mal Das hier im ist Podcast der gesagt. Voldemort, er dessen Name nicht gesagt werden darf. So ein bisschen vielleicht. Und Dumm. weißt du, wer jetzt zur Seite gesprungen ist? Nee. Boris Palmer.
Er hat gesagt, er hat alles richtig gemacht, so. Und wenn das passiert, weißt du, das ist verschissen. Boris Palmer, der grün-braune Oberbürgermeister von Tübingen. Ja, es ist schon trotzdem auch dieses Ding, ey, ich sag jetzt N-Wort, ja, und setze dieses Wort, das wofür es steht, in die Hirne der Leute, die es hören, und zwinge sie, das Wort zu denken. Es ist schon echt dumm. Also gerade wenn sie es wirklich so gesagt hat, dass man das nicht sagen darf, dann ist es ja noch dümmer so. Also. Vielleicht, aber das hat sie wohl in einem unbedachten Moment gesagt, bei irgendeiner Podiumsdiskussion oder bei einem Interview und so. Und das kam jetzt raus. Und da hat sie von sich aus gesagt: Hier, sorry, ich habe es übrigens letztens gesagt und so. Ist blöd, mache ich nicht nochmal. Lerne nicht draus. Aber wieder ein Grund mehr, dieser ganzen Baerbock-Grünen-Gegner zu sagen: Hier, guck da, die ist nicht fähig, weil die halt das N-Wort mal Ah, gesagt nee, da hat. gehen doch jetzt AfD-Wähler hin. Endlich sagt's mal Wobei, eine. ja, ist möglich. Nee, aber ach komm, bitte. Also ich will ja jetzt nicht darauf hinweisen, was. Also ich habe so ein Video hochgeladen. Das heißt Japaner auf dem Spielplatz. Und das ist ein zweiter Teil zu einem ersten Teil. Und dieser erste Teil ist auf jeden Fall auch sehr gut gealtert, sage ich mal. Ja. Aber so. Also, es ist schwierig, Dino, es ist schwierig. Ja, also Das ist. meine weiße Meinung ist auch, man kann das, erst man das Wort sagen dürfen, sollte im Kontext zu sagen, hier, das Wort ist gefallen, aber weil ich weiß von Leuten, die betroffen sind, dass sie es nicht wollen, mache ich es einfach nicht. Das ist halt so mein Standpunkt. Easy. Und ich bin jetzt wieder der, der sich querstellt, ja. Genau, du Querdenker. Der sich hier, und du kriegst dann wieder Nachrichten, oh, was der manchmal sagt, oh, Ja, das das geht waren ja nicht gar Nachrichten, das waren nicht. echte Gespräche. Echte Gespräche kriegst du sogar. Ich krieg nie Ja. echte Gespräche. Oh, nee, aber, ach, Tino, es ist Der schwierig. Diskurs ist doch Man gibt offen. der Sache doch so viel Macht, wenn man das macht, Alter. Warum kann man, also, ja, wir sind wahrscheinlich einfach gesellschaftlich noch nicht an dem Level, so, aber weißt du, irgendwie, so, wenn so ein, so ein, wie heißt er denn, Mann? Fuck off, Mann. Der auch so viele umgebracht hat aus der Mongolei. Genghis Khan, Alter. Ja. Weißt du, der hat halt übelst harten Genozid gemacht. Da kann man doch heute auch lustig drüber reden, so, Und weißt heute gibt es Schlagersongs, die gehen du? Ja, Jing, Jing, ja, Genghis Khan, hey, ja. Rassung. So, und weißt du, irgendwann in der Zukunft geht's dann ah, 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 der Hitler, wuhu, und das ist dann Popmusik, so. Kann sein, ja. Man ist immer gefangen in seiner Zeit, Ja, muss und man so das, sagen. aber in dieser Zeit, in der wir gerade gefangen sind, der Sache noch so viel Macht zu geben, weil wenn du wirklich so das wie ein Minenfeld umgehst, wird es ja umso verletzender, wenn Leute das dann beleidigend verwenden. Man verschärft das Wort vielleicht ein Ja, bisschen. und das Das ist doch kann dumm. sein. Das ist doch dumm. Und dann sagen es auch weniger Leute. Hoffentlich. Und dann werden die gecancelt, die es dann doch mal gesagt haben. Die Leute, die es beleidigend sagen oder böse meinen, die werden definitiv nicht weniger dadurch, dass andere Leute, die es niemals böse meinen würden, wie auch eine Baerbock. Ja, aber wenn du das Wort schon mal nicht in den Mund nimmst, dann können es auch weniger Menschen in ihren Sprachgebrauch aufnehmen. Auch Kinder zum Beispiel. Also wenn ein Kind mal irgendwie zufällig hört, wie du sagst, ja, ich habe das Wort letztens gelesen so. Und dann sitzt ein Kind im Bus hinter dir und denkt sich, das Wort, stimmt, habe ich lange nicht mehr Das sage gesagt. ich jetzt ganz oft. So sind Kinder vielleicht, ja. Also ich finde es gut, wenn das, also ich persönlich finde, wenn das Wort weniger genannt wird und weniger fällt, Es ist es eine gute Sache. ist immer wieder gut, wenn du das Wort weniger sagst. Ja. Ich möchte, dass das Wort weniger genannt wird. Weniger, weniger, weniger. Okay. Das also dazu. Ist jetzt die Kanzlerkleindiktatur vorbei oder? Ich glaube Weil nicht. irgendwie der Laschet hatte jetzt auch wieder einen Skandal, Plagiatsvorwürfe in irgendeinem Buch. Also so sehr ich den verachte, ja, das ist mir so scheißegal, ob der in irgendeinem Buch Plagiate hat, Alter. Warum muss über so eine Scheiße diskutiert werden? Kann denn nicht jeden Tag darüber diskutiert werden, was die genaue Politik ist, die solche Menschen machen? Was die Ideen sind, was er für Gesetzesentwürfe unterstützt, gemacht oder was auch immer hat. Und nicht, ob der in irgendeinem Buch mal fortgeschrieben hat. Das ist doch Er hat ja völlig auch mal als irrelevant. Uni-Professor Noten gewürfelt von Klausuren, weil er die verloren hat. Und klar sind das Sachen aus der Vergangenheit, die dumm sind, aber die zeigen ja, was für ein Typ der ist, weißt du? Das mag sein, Und aber den will ich nicht vielleicht als sagt viel Kanzler. mehr, was für ein Typ er ist, was für Gesetze er unterstützt.
Nee, er wird dann die unterstützen, die scheiße sind, wenn er schon nicht hinkriegt, Und irgendwie offen zuzugeben, nee, dass er Klausuren das verbummelt muss hat. ich auch noch mal. Und ich kann ja gar nicht mehr subtil und satirisch reden, weil mich das schon wieder so aufbringt, ja. Aber also, das muss ich auch sagen. Das ist mir scheißegal, wenn jetzt die Merkel in ihrer Freizeit MDMA schmeißt und die heftigsten Partys macht. Ist mir scheißegal, wenn die aber eine gute Politik abliefert, die letztendlich allen hilft, so, weißt Das kann ja sein, aber wenn eine Person so viel Dreck am Stecken hat und unehrlich ist, Ja. dann will man nicht wissen, was sie noch treibt, wenn die an der Macht ist. Ich bin der Letzte, der Laschet in Schutz nimmt, ne? Ein Es Schunz. in Schulz nimmt. Das bin ich der Letzte. Aber es geht hier ums Prinzip. In Schund musst du ihn mal Es nehmen. ist mir scheißegal. Ja? Also klar ist es mir nicht scheißegal, wenn der irgendwie Dreck am Stecken hat. So, das verstehe ich schon. Aber halt Plagiatsvorwürfe in einem Buch, Alter. Fuck off. Ist schon scheiße. Ja, ist scheiße, klar, aber es ist einfach nicht irrelevant. Fuck, es ist einfach irrelevant, Mann. Kein Mensch entscheidet an der Wahlurne, na, warte mal, also der hier macht auf jeden Fall, dass der Umwelt besser geht und dass wir weniger Plastik nehmen. Naja, aber der hat in seinem Buch, hat er mal geschrieben, was schon jemand anderes geschrieben hat. Da kann ich ein Kreuz nicht, das macht doch keiner. Es ist ja auch nur ein Argument von vielen bei Laschet. Ein Gegenargument von vielen. Ja, eins von vielen, ja, genau. Ich fahre mich jetzt wieder runter. Wir sind Bitte. jetzt ganz entspannt. Ja, ich habe übrigens im Zuge dessen noch hier eine Sache, die ich schon mal besprechen wollte, weil das eine ganz interessante Beobachtung war. Nämlich, dass Leute gar keine Demokratie wollen. Und Nein. jetzt bleib offen, ja, weil ich habe mich da ein bisschen wiederentdeckt. Oh, das ist ein guter Piep, Satz, ja. Leute wollen keine Demokratie. Sie wollen einen Diktator, der mit ihnen übereinstimmt. Und im Stimmt. Grunde stimmt das. Also ich weiß, dass Demokratie auf jeden Fall das Bessere ist und dass das Diktator-Ding ein slippery slope ist, was immer irgendwie in Scheiße verläuft. Ja. Aber im Grunde willst du, also wenn du jetzt weißt, wenn jetzt der Laschet demokratisch gewählt wird, bist du ja nicht zufrieden. Nicht so So, richtig. weißt du? Dann sagst du nicht, oh ja, ein Sieg für die Demokratie. Dann sagst du, fuck, warum seid ihr alle so dumm? So. Ich sag beides. Ich sag zum einen, okay, wurde jetzt so entschieden, die meisten wollen das, bitteschön, hier habt ihr ihn. Aber ich denke mir eben auch, ja, sind die alle dumm. Es ist eine Mischung aus beiden. Ja, aber Aber ich fand prinzipiell. das an sich eine ganz gute Aussage, was ja auch dann erklärt, warum. Wir hatten es auch neulich in der Oase mit die Welle und so, warum halt das einfach so vielleicht verlockend ist oder warum der Mensch an sich da sehr leicht in Versuchung geführt wird, halt so ein totalitäres Regime vielleicht auch einfach zu unterstützen. Vielleicht brauchen wir mal einen Brennpunkt-Hörerwunsch zum Thema Traumdiktator. Was unsere Traumdiktatoren wären, was die machen müssten. Also da brauche ich nicht weit gucken, das ist, was Ali G schon gepitcht haben. Alle fitten Frauen bleiben im Land. Alle Nicht-Fitten gehen raus. Okay. Ja. Ist das auch schlecht gealtert oder darf man das heute Ist noch schon lustig schlecht, finden? nee, ist schlecht gealtert. Ist schon das super. Ja, okay. Deine Meinung. Ali G ist ja auch eine Kunstfigur. Da darf Ja, man sicher, das das. ist witzig. Das stimmt schon. Das kann witzig sein, weil es ja auch irgendwie reproduziert, wie dumm manche Menschen Aber sind. ganz ehrlich, jetzt mal ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ja. Stell dir mal vor, es gibt ein Land, wo nur schöne Frauen sind. Unschöne Männer von mir aus. Ich gehe jetzt von diesem Ali G-Ding weg. Jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Aber sind Diktaturexperiment. dicke Frauen immer gleich hässlich? Robin, ich frage dich. Nein, es gibt Menschen, die alles schön finden. Ja, Ja. du findest immer einen Topf zum Deckel, bla bla. Ja, Ja. aber gesamtgesellschaftlich, und da kannst du jetzt gerne kommen mit deinem scheiß Schönheitsideal, was sich wandelt, bla bla. Trotzdem gibt es halt ein Schönheitsideal bei der Gesamtbevölkerung. Und da würde ich sagen, da schneiden dickere Menschen nicht ganz so gut ab. Gesamtgesellschaftlich gesehen bestimmt. Ja. Und ich rede jetzt auch nicht von mollig, sondern ich rede von ungesund fett. Oh Mann, die bekommen echt ihr Fett weg bei uns. Ich hoffe, dann dürfen sie bleiben. Oh Mann. Nein. Ach Mann, das ist ja auch nicht realistisch, ja? Das Aber will ich ich. nicht machen. Ich habe jetzt nur das Gedankenexperiment gemacht, ja? Es gibt bei jeder Fußball-WM gibt's in den Kommentaren, oh, guck dir das mal an, in den Publikumsrängen, wie da bei den Schweden nur schöne Frauen sind und so. Ich weiß nicht, also
kann ich eigentlich nicht sagen, dass es, also weiß ich nicht, ja. Wahrscheinlich, weil die halt überwiegend blond sind und das halt eher Schönheitsideal ist. Oder nicht so viele übergewichtige Menschen haben. Aber stell dir doch mal vor, wie das den Tourismus steigern würde, wenn du weißt, da ist ein Land, da laufen nur schöne Menschen rum. Ich verstehe, was du meinst. Aber ich bin ganz froh, dass die Welt bunt ist und die Menschen Ja, bunt ich sind. doch Dick, dünn, auch. Ich groß, doch auch. klein. Zum Glück hört man kein Zwinkern im Podcast. Oh, Nein, shit. es ist doch hier nur mal ein bisschen. Außerdem ist die Woche ein bisschen dünn. Wir müssen über sowas reden. Im Gegensatz zu den Frauen, die du raus haben willst. Ich will die gar nicht Eieiei. raus haben. Ich habe nur damals herrlich gelacht über Ali G in the House, Alter. Ich Ja, es fand war ein das witziger witzig. Film. Ich habe auch gesehen als Kind und ich dachte, oder Jugendlicher, und ich dachte, ja, ist schon witzig. Ich verstehe den Humor schon. Ja. Es ist eine Kunstfigur, Alter. Keiner hat vor, das wirklich zu tun. Kling, kling, kling. Gott, oh Gott. So. Wer auch etwas nicht wirklich tun wollte, ist eine RTL-Reporterin. Denn die wurde erwischt, wie sie sich vor ihrem Dreh mit Schlamm, also die war in den Flutgebieten in Deutschland und Ja. wurde gefilmt, wie sie sich mit Schlamm eingeschmiert hat Ich an habe den da ein Video Beinen und so. gesehen, aber ist das so richtig bestätigt? Weil für Es mich ist sah das in dem bestätigt. Video nicht so ganz aus, als würde sie es wirklich tun. Es ist bestätigt worden. Sie hat sich auch Okay. schon entschuldigt dafür. Und sie wollte wohl das Bild vermitteln, mitgeholfen zu haben. Uff. Und hat dann halt dieses Interview geführt und hat da irgendwie eine Reportage gemacht und wurde zugeschalten. Und irgendein Bewohner hat halt gefilmt, wie sie sich mit Ja. Schlamm schmutzig gemacht hat selber. Und das kam halt nicht so gut an. Sie wurde beurlaubt von RTL. Und ihr Statement war, dass sie ja die Tage davor viel geholfen hat und sich jetzt komisch vorkam, in sauberen Klamotten dazustehen. Und deswegen hat sie diesen folgenschweren Fehler begangen. Was denkst du dazu? Ja, ist auf jeden Fall von ihrer Seite aus dumm. Ja. Sie hätte es ja auch subtil machen. Also so wie sie es macht, da steht ja auch irgendwie das Kamerateam daneben. Wie gesagt, für mich sieht es irgendwie nicht ganz so aus, als würde sie wirklich mit Absicht sich dreckig machen, aber wenn sie es jetzt zugegeben hat, dann wird es Ja. schon so sein. Aber sie hat es ja dann auch vor ihrem ganzen Team gemacht, also wussten die das ja auch alle. Das ist ja Ja. richtig dumm. Warum ist sie nicht einfach kurz vorher hingefallen oder keine Ja, Ahnung. was heißt Team? Es war halt ein Keiner. Kameramann und ein Tonmann vielleicht. Ja, es waren schon drei oder vier, glaube ich, insgesamt. Aber ja, es ist schon dumm. Es ist schon dumm. Also ich muss sagen, ich verstehe ihren Ansatz so ein bisschen. Sie meinte wohl, dass sie sich geschämt hätte, mit sauberen Klamotten dazustehen, aber das ist einfach scheiße, aus so respektlosen Leuten, die echt an dem Tag geholfen haben. Kann ja sein, dass sie geholfen hat die letzten Tage. Dann hätte sie halt an den Tagen davor mal die Kamera mitnehmen können und mitfilmen können. Aber jetzt so irgendwie frisch, irgendwie gewaschen dahin zu gehen, sich schmutzig zu machen, das geht gar nicht. Hätte ich lieber in den sauren Apfel gebissen und hätte gesagt, okay, ich habe heute nicht mitgeholfen, dafür berichte ich heute darüber und gebe dem eine große Reichweite. Das ist doch angemessen, auch gut auszusehen. Ja, also es vermittelt ja auch so dieses Fake News Ding, ne? Diese Vibes werden dann unterstützt. Leider, Das auch das. ist nicht so geil. Aber an sich, keiner mag doch RTL wirklich. Also Doch, zu viele leider, zu vielleicht viele. können wir da einen Trend draus machen, dass RTL jetzt irgendwie auch mal einer Kläranlage hilft. Ja, zum Beispiel, dass die Reporter sich alle mit Scheiße einschmieren. Also zuerst ihr Gesicht mal einmal reintauchen, Ja, bevor sie da filmen dürfen. genau. Und dann ist das wieder okay. Oder wenn sie vor dem brennenden Haus stehen, erstmal kurz reingehen und sich die Haare anzünden und so. Ja, sich die Jacke anzünden und dann und Action. Genau. Ja, hier sind ganz viele Waisenkinder. Ich habe die alle gerettet. Au, au, au. Top. Und dann Bericht zum Thema Suizid am besten sich am Ende selber aufhängen, damit Ja. sie zeigen können, dass sie mitgeholfen haben. Während sie dann so am Strick baumelt. Ja. Ja, und ich kann bestätigen, sehr unangenehm. Ja, Ja. genau so. Vielleicht kann man da so eine Internet-Challenge draus machen. Dabei will doch RTL seriöser wirken. Gibt es nicht dieses Reporter ohne Grenzen? Das Ja, grenzenlose Frechheiten, ja. klingt doch hier perfekt, oder? Stimmt. So, also. My name is Johnny Knoxville and this is die RTL. 8-Uhr-Nachrichten. Das ist RTL aktuell. Dumm. Ja. Von Jackass irgendwie kam auch ein neuer Ein Trailer. Trailer, Ja, ja. also ein der Trailer. Und ich habe mir einmal angeguckt und ganz schnell wieder alles hoffentlich vergessen. Denn ich will da dann möglichst jungfräulich einsteppen in diesen Kultfilm jetzt schon. Die grauen Haare von Johnny Knoxville haben mir ein bisschen die Puperze flattern lassen, aber ansonsten habe ich da schon richtig Bock drauf. Ich war überrascht, wie hochwertig das Ganze produziert ist, ja, Ja. wie viel, also wie gut das einfach aussah. Und es war ja damals zur MTV-Zeit noch ganz anders, aber das so gefühlt mit einer Hauskamera, also mit einer Ja. Homekamera aufgenommen und jetzt halt irgendwie Kino-HD-Qualität
und mit Slow-Mo und so weiter. Ja, der dritte war auch schon sehr hochwertig, weil der war ja Jackass 3D, der war mit so richtig guten Spezialkameras gefilmt. Ich glaube, die davor waren auch wirklich noch ein bisschen ranziger, sag ich mal. Aber die Frage ist, nimmt das nicht den Charme aus, Jackass? Nee, ich finde, das Hauptding ist einfach nicht mal unbedingt die Stunts, wobei die halt schon geil sind, aber dass das halt einfach so eine Gruppe von Idioten ist, die dann hinterher alle sich übelst bepissen, wie dumm sie sind und so. Aber ich denke, dass die damals zu MTV-Zeiten einfach Sachen gemacht haben, ohne sie abzusichern. Aber inzwischen haben die wahrscheinlich auch irgendwie Ärztinnen irgendwie am Set und sichern sich vorher irgendwie ab, dass es nicht gefährlich ist. Also mit dem Wissen schon, dass sie jetzt professioneller sind, macht es für mich weniger Spaß, als früher es anzugucken. Geh Ein open-mind rein. bisschen. Also, wenn die Kinos auf sind im Oktober, dann werden wir auf jeden Fall in größerer Gruppe da reinsteppen. Vielleicht willst du Ja, ja auch mitkommen. voll gerne. Ich glaube, dann ist diese ganze Experience auch nochmal eine bessere, als alleine auf dem Sofa zu gucken. Ja, stimmt. Von daher. Ich hoffe mal, die Kinos bleiben auf. Ich glaube, 22. Oktober. Ich bin gespannt. Ich bin gehypt. Bam Margera hat man die letzten Wochen schon mal besprochen, dass der nicht dabei ist, weil er mit dem Alkohol frönt. Don't, liebe People, don't. Nicht trinken. Und Außer Wasser. ansonsten bin ich gespannt. Eric Andre ist auch dabei. Es wird gut, glaube ich. Da fehlt nicht noch einer von denen? Irgendwie ist noch Na, einer nicht der ist dabei. irgendwie verhindert. Ah, Der ist irgendwie tot oder sowas. der war das, okay. Ja. Ryan Dunn. Ryan Dunn war es, stimmt, der hat mir Ja. gefehlt Fehlt irgendwie. da nicht irgendwie, ist da irgendwie, irgendwas war da. Das große Comeback, ja. Ja, also ich glaube nicht, dass das der alleinige Faktor ist, aber wegen dem Tod ist ja Bam Margera so ein bisschen abgestürzt, soll das so Wegen sein. des Todes, meinst du? We wegen dem seinen Tod haben. Alter. Ja. Wegen des Todes Ryan Dunns. Er hat dann Bam Margera so richtig den Verstand verloren, aber der war schon immer so ein bisschen entitled, sag ich mal. Ein bisschen. Gut. Jackass, mal gucken. Wer auch ein Jackass ist, Ja. ist Nena. Ah, oh, das Nena-Konzert. Ja, das Nena-Konzert. Ja, fand ich einen sehr guten Kommentar, als ich im Livestream ein Musikvideo gezeigt habe. Da hat jemand geschrieben, das ist ja ein halb, ich glaube, Piff war's. Das ist ja ein halbes Nena-Konzert, weil wir auch hier so ein, Muss man so ne, sagen, ein ja. Superspreader-Event gemacht haben. Sie ist wohl In aufgetreten. die Nuller-Inzidenz von Weimar hinein. Geimpft und getestet. Ja. Und Nena hat ein Konzert gegeben, Open Air, soweit ich weiß. Und Ja. die Regel war, die sie auch unterschrieben hatte, dass sie es auch durchsetzt und durchführt, dass Menschen irgendwie Abstand halten und In halt so nicht. Boxen drin sitzen aus Bierkästen. Auch den Pfand würde ich gerne haben. Geil, ne? Und halt nicht vor die Bühne gehen und rumtanzen. Aber während des Konzerts hat Nena immer wieder aufgefordert, irgendwie, ja, brecht die Regeln, kommt vor zur Bühne, ich hab die Schnauze voll, feiert, habt Spaß, nutzt eure Freiheit und so. Und dann haben die OrtnerInnen immer sie wieder weggeschickt, die Zuschauer und so, und zurück auf den Platz. Und als sie die Zugabe geben wollte, hat das Ordnungsamt es abgebrochen, das Konzert, mit der Begründung, dass sich halt Nena nicht an die Auflagen hält. Und jetzt haben auch viele andere Veranstalter Nena gecancelt und gesagt, unter den Umständen, wenn sie sich nicht an die Regeln halten kann, die vereinbart waren, wollen wir sie nicht dabei haben. Ja, Also keiner hat das. können wir diese einfach, also ich würde es ausweiten, Herodes, ich mache mich jetzt unbeliebt bei dir, aber können wir die auch nicht einfach von Deutschland fernhalten, weil ich habe langsam genug Nena. Ist denn Herodes ein Nena-Fan? Ganz groß, ja. Der hat auch gesagt, der hätte gern sechs mit der, aber meine These ist, der will nur sechs mit der, weil das Nena ist. Ich denke Wenn auch. irgend so eine Frau durch die Stadt laufen würde, weißt Die so du, aussehen würde. geht. Sie hat schon ganz coole Songs, muss man sagen. Die sie zwar nicht selbst geschrieben hat, zum großen Teil, aber sie ist eine coole Künstlerin. Ich mochte sie immer gerne. Und das Ding ist, dass jetzt wieder viele Querdenker anfangen zu schreiben: Ja, Corona-Diktatur, es darf Nena nicht mehr auftreten wegen ihrer Meinung. Stimmt nicht. Sie wurde gebucht trotz ihrer Meinung bei den Konzerten. Und die Vereinbarung war: nichts Politisches, einfach auftreten und sich an die Maßnahmen halten, wo sie zugestimmt hat. Ja. Wenn sie aber diese Regeln bricht, dann kann man, das bricht auch ihre Reputation und dann ist es ja wohl klar, dass dann keiner mehr mit ihr arbeiten Ich wird. würde selbst ohne Pandemie würde ich behaupten, wenn irgendwie beim Rock am Ring, wenn da die Ärzte sagen würde, so und jetzt öffnen wir mal die Bühne und ihr kommt hier mal alle hoch und dann wird die Bühne auseinandergenommen. Ich glaube, dass auch dann Es die wäre Veranstalter genauso. sagen würden, Ja. euch vielleicht nicht mehr. Eben. Und das gleiche gab es mit Helge Schneider, aber nicht aus Corona-Gründen, sondern weil es ihn gestört hat, also er hat auch ein Konzert abgebrochen, ich weiß gerade gar nicht wo. Da saßen wo Menschen irgendwie an so Liegen, so, ich weiß nicht, wie die genau heißen, irgendwelche Liegen, also strandmäßig, und die konnten halt online Getränke bestellen. Dann kamen die KellnerInnen und haben denen quasi Getränke gebracht, so Cocktails, Bier, Wasser.
Und es muss wohl so störend gewesen sein, dass Helge dann irgendwann meinte, ich habe keinen Bock mehr, ich werde abgelenkt die ganze Zeit, ich gehe jetzt nach Hause. Da haben sie dann alle noch gelacht im Publikum und dachten, es wäre ein Witz, aber er kann ja einfach nicht mehr auf die Bühne zurück. Hat jetzt Da. sämtliche Konzerte abgesagt, aber mit der Begründung, dass es halt echt nur an diesen Leuten lag, die da immer aufgestanden sind und Getränke gebracht haben. Er findet es Ja. gut, dass man wieder auftreten darf, dass es diese Maßnahmen gibt, aber das war halt für ihn nicht das richtige Konzept und deswegen will er nicht mehr auftreten. Aber ja, also da muss ich sagen, also da, ich bin ja so schon nicht der größte Helge Schneider-Fan, aber er ist mir eher egal. Aber in solchen Momenten denke ich mir wieder, was bist du denn für ein Schmock, Alter? Für wen hältst du dich denn? Der hat auch in der Vergangenheit schon gesagt, ja, diese Autokonzerte, das ist mir gar nichts und so. Von mir aus muss er ja nicht geben. Aber also wenigstens dieses eine Konzert beenden hätte er ja schon können. Aber nee, ich bin der große Helge Schneider, ich gehe jetzt einfach. Halt dein Maul, Alter. Die Leute bezahlen hier irgendwie Geld dafür, dass du da auftrittst. Jetzt zieh deine Die haben es Scheiße durch. zurückbekommen, das Geld. Hä? Die haben es zurückbekommen, Ja, das von mir Geld. aus, aber trotzdem ist doch irgendwie einfach kein cooler Move. Also, das geht für mich auch in so eine hier. Ich vergesse immer wieder seinen Namen, Alter. Klaus Kinski, das geht halt in so eine Richtung für mich irgendwie. Ich bin der große Helge Schneider, ja. Es muss ja alles nach meinem Willen gehen. Halt dein Maul, das ist doch dumm. Ich kann es so leicht nachvollziehen. Ich hätte mich auch sehr geärgert an der Stelle des Publikums. Aber da er ja auch ein sensibler Künstler ist Oh, ich und bin so doch, doch, ich sensibel. kann, ich, weißt du, ich Oh, bin auch ein Bühnenkünstler, ja? ich tropfe mir hier mit meinen Millionen die Augen ab, weil ich so sensibel bin. Ich Oh. bin auch ein Bühnenkünstler und ich kann es mich nicht mit Helge Schneider vergleichen, weil er ja auch improvisiert und so und er hat eine ganz andere Show als ich am Theater gemacht habe oder bei Konzerten. Aber wenn ich gemerkt habe, da laberte man die ganze Zeit oder irgendwie die Veranstalter fangen an, mich zu stören, war ich auch genervt. Ich habe ja nicht die Größe gehabt zu sagen, ich gehe jetzt von der Bühne, so ist mir egal, weil ich war darauf angewiesen, auf das Geld. Aber trotzdem, wäre ich in der Position von Schneider, würde ich mir auch mehr rausnehmen und sagen, hier Ja. Leute, nervt mich ein bisschen, ich gehe jetzt nach Hause. Das sage ich demnächst auch den armen Chirurgen im Zerschneidesaal, ja, wenn die da gerade am Operieren sind, auf einmal kommt da so eine Blutfontäne raus. Nee, ich gehe jetzt. Also unter diesen Umständen, ja, kann ich hier nicht arbeiten. Vielleicht ist Helge Schneider nicht so ein großer Künstler, wenn so eine kleine Unannehmlichkeit ihn aus dem Konzept bringt. Es waren mehrere kleine Ja, da, oh, noch eine Blutfontäne Ablenkungen. und da drüben schreit eine. Ja, im Schützengraben, Alter, im Krieg, der Sanitäter, überall explodieren die Bei Granaten Helge und der stirbt operiert da keiner. rum und Helge Schneider, ach nee, da hinten, da kriegt gerade jemand Wasser serviert. Ich gehe. Fitze, Fitze, Fatze. Bei Ist Helge richtig stirbt dumm. aber keiner. Ja, Weißt trotzdem. du? Nicht trotzdem. Es ist das Bei Gleiche. einem Chirurgen Das ist stirbt niemand. so ein krasser Profi kann er nicht sein, wenn ihn das rausbringt. Er ist ein Profi, wenn er Nee, für er sich ist eine eine Grenze zieht. Diva. Eine Er kann eine Diva ist Grenze es. ziehen. Er kann eine Helge Grenze Schneider ist ziehen. eine Diva. Ich mache mir das jetzt wieder mit Herodes gut, weil ich seine Nena beleidigt habe, jetzt aber auch seinen scheiß Helge Schneider beleidige. Ist so. Ich bin auch ein sehr großer Helge Schneider-Fan, deswegen bin ich ein bisschen befangen vielleicht. Aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, als Mensch, der auch auf Bühnen steht, dass man nochmal sagen kann, hier, mir langt es bis hier. Und ich bin auch unter Corona nicht Ja, aufgetreten. aber dann hätte man das ja auch humoristisch aufarbeiten können. Warum muss man dann zur Diva werden? Da kann man auch sagen, ah, da hinten, guckt mal, jetzt bestelle ich mir auch mal, könnt ihr auch mal hier auf die Bühne kommen? Jetzt bestelle ich mir erstmal eine halbe Stunde Wasser. Warum macht man nicht sowas? Wenn ja, die Lust vergeht dazu. Oh, mir vergeht die Lust. Im Ja. Schützengraben, die Granaten explodieren. Ich habe jetzt keine Lust hier zu operieren. Das geht zu weit. Das sterben Menschen, bei Helge halt nicht. Ja, So, dann Punkt. anderes, was weiß ich. Es gibt so viele Jobs, wo die Leute halt einfach professionell sein müssen. Alles andere, was ich halt zum Beispiel nicht mache, ja, das sind alles richtig gute Jobs, so. Alles außer Influencer Ja, ist halt sein. so. Nee, selbst die, Alter, selbst die, wenn die irgendwie dann ein Event moderieren oder so, dann müssen die auch durchziehen, wenn, keine Ahnung. Der Ninja, ja, größter Twitch-Streamer, versucht Leute zum Flossdance zu animieren am Times Square, macht keiner mit. So, Ja. ist er traurig, muss trotzdem weiter durchziehen, kann nicht einfach gehen. Wenn er will, schon. Also. Wenn er für sich eine Grenze zieht. Dumm. Helge Schneider, Alter. Drecksdiva. Er hat ein neues Album Gut. aufveröffentlicht, was sehr witzig ist. Er spielt Ich für. kauf lieber auf eBay. Nein. Tschuffi Ich hab mein Herz. Ich setze mein Herz bei eBay rein. Nein, es kam noch ein neues, wo er für Elise spielt und dabei hustet. Ich fand's großartig. Was ist denn der Witz an, ich setze mein Herz bei eBay rein? Ist halt ein Boomer-Song irgendwie.
wo ist denn mein Kamm? Macht er es bei Instagram und so? Ist Mhm. schon witzig. Also ich Was ist denn musste da lachen. witzig dran? Sein Kamm ist bei Instagram, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Der Künstler verarbeitet die Corona-Pandemie, indem er einsam ist und deswegen sein Herz bei eBay reinsetzt, damit es jemand kauft. Und warum ist das witzig, wenn der Kamm bei Instagram Weil ist? sich das reimt. Ja, genau, da hört es dann aber auch schon auf. Ich balle meine Faust, da drüben ist Holocaust. Witzig. Naja, oder Fitze, Fitze, Fatzebuck. Singt er auch. Oh Gott, Alter. Großer Mann. Jetzt habe ich Großer mich da Mann. aber auch reingesteigert. Also ich habe von dem auch schon Sachen gesehen, die ich okay fand. Die Aber. Trompeten von Mexiko. Gott, Alter. Großartig. Käsebrot, alles großartige Songs. Super sexy Käsebrot. Was ist daran witzig? Weil Käsebrot eigentlich gar nicht sexy ist. Das ist dann witzig. Doch, weil Käsebrot lecker ist. Ach Das ist die so. Aussage. Okay. Super sexy Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot. Wer damit Geld verdient, weißt du, ist ein Star in meinen Augen. Er ist einfach ein Star. Ja, also dieses, der Erfolg gibt ihm recht, das ist auch so ein bisschen überholtes Argument, siehe Hitler. Falco hat mal gesagt, wer singt, was er verkaufen kann, ist ein Sänger. Wer verkaufen kann, was er singt, ist ein Künstler. Das trifft auch auf Helge Schneider dazu. Wenn du schaffst, da jeden Scheiß zu verkaufen, bist du ein Künstler. Ganz einfach. Ja, aber es macht es nicht weniger zu scheiße. Mir ist egal. Also ich habe ja auch nicht seinen Künstlerstatus abgesprochen, ich habe ihn nur zusätzlich mit dem Attribut Diva attestiert. Vielleicht ein bisschen. Ein Divachen. Ja, so, kommen wir jetzt endlich mal zu besseren Events. Was macht mehr Spaß als ein Helge Schneider Konzert zu erfahren, dass 18,4 Milliarden Tonnen Eis weggeschmolzen sind in der letzten Woche? Bei Ben & Jerry's in Bei der Ben & Jerry's. Nein, natürlich in Fabrik. der Arktis. In Grönland, darum geht's. Ich glaube, das ist auch falsch. Nee, warte, was? Arktis, Antarktis? Egal, Grönland auf jeden Ja. Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall alleine am So Dienstag. eine Diva. Oh, ist mir zu warm. Ich breche einfach jetzt weg Ja, und schmilze. eben. Eis Das. ist so eine Diva. Alleine Alter. am Dienstag ist so viel Eis weggeschmolzen, dass es 5 cm von ganz Florida hätte bedecken können. Das ist eine Das ist Menge eine Eis. Zahl, das ist eine Zahl. So. Deswegen, ich glaube, hast du nicht auch das Gefühl, dass 2021 so langsam irgendwie der Umschwung ist, wo irgendwie mehr darüber berichtet wird, auch mehr passiert und so, dass wir, weißt du, bei dieser Kurve so langsam über den Hügel sind, wo es dann plötzlich ganz steil bergab geht? Ich denke, Das ist dass. wie Helge Schneider tritt ans Mikrofon, du bist da auf der Spitze des Hügels und dann er fängt an mit Singen. Toll, So ist das langweilig. jetzt mit dem Klimawandel. Also ich denke, dass sich nichts ändern wird. Ich glaube, wir werden erst als Menschheit raffen, was wir gemacht haben, wenn es zu spät ist. Weil die Systeme so festgefahren sind, der Kapitalismus und die Umweltverschmutzung und so weiter, die Ausstöße. Erst Aber wenn man richtig merkt, was. in England werden jetzt das erste Mal Sandwiches nicht mehr in Plastik verpackt. Erstmal Ja, probehalber. auch bei uns werden jetzt keine Plastikstrohhalme mehr verkauft oder produziert zumindest erstmal und so weiter. Ist ein Fortschritt, hätte man aber schon vor 20 Jahren machen müssen. Was man auch hätte vor 20 Jahren machen müssen, ist ungeimpfte Leute einfach hinzurichten. Ja, meine Meinung. Absolut meine Das ist Meinung. nämlich eine Sache, die heiß diskutiert wurde auf Twitter. Da guckst du einmal die Woche auf Twitter, da geht es dann um die Triage bei Ungeimpften. Die Triage ist ja quasi, wenn du als Arzt entscheiden musst, okay, wir haben jetzt hier 20 Geräte, aber 30 Leute, die hier am Verrecken sind, wem geben wir das? Ja. Und da stand die Frage im Raum, geben wir das vielleicht nur den geimpften Leuten, weil die anderen selbst schuld. So, und das wurde, ich kann beide Seiten sehr gut verstehen, aber es ist halt schon, ich fände da fast irgendwie, also nach Alter, aber eigentlich ist es auch unfair, weil es kann ja einen topfitten 80-Jährigen geben und einen todeskranken 50-Jährigen. Ja. Das kannst du eigentlich auch nicht machen. Ich finde fast Zufall noch am fairsten. Obwohl das natürlich dann auch wieder, oh, das ist so unmenschlich, kannst du nicht machen. Ja, Zufall ist immer irgendwie fair, aber ich. Ja, du musst dich aber aktiv entscheiden dafür, wen du das halt gibst und wen du es nicht gibst. Und dann kannst du Ja. nicht sagen, wir würfeln jetzt wie Laschet einfach irgendwelche Na doch. Patienten aus. Fände ich eigentlich. Inne mene mu und raus bist du. Ach, Oma Erika, hast du ein Glück. Oder wir machen halt einfach Armdrücken. Ah. Ja. Und der Gewinner kriegt das Beatmungsgerät. Ja, Wenn es ist beide schon schwierig. im Sterben sind, dann musst du einfach so die Hände zusammendrücken und warten, wer zuerst nachlässt. Ja. Ja, Ungeimpfte. Ja, es wird ja gerade viel diskutiert darüber, ob man noch mehr Anreize schaffen soll.
sich impfen zu lassen. Ja, ich weiß es nicht. Ich finde es ja auch, ich bin da ja auch sehr radikal und finde, dass man, dass eine Impfpflicht Sinn macht, aber da macht man sich wieder ganz viele Feinde und reden alle von der Diktatur und macht sich irgendwie angreifbar. Ich weiß es nicht. Ich bin geimpft so und ich bin froh drüber und ich glaube nicht, dass ich in 2 Jahren sterben werde aufgrund der Impfung, weil das mir hat eine Bekannte gesagt, die Medizinerin ist, durch so eine Impfung, was wir da jetzt kriegen, da wüsste sie überhaupt nicht, wie das technisch passieren soll, dass man einfach stirbt nach 2 Jahren durch so eine Impfung. Nein, der Mikrochip explodiert im Arm. Ach so, das kann sein, ja. Weil das rentiert sich auf jeden Fall geltlich gesehen, wenn man jetzt 7 Milliarden Mikrochips macht und die dann in die Menschen einpflanzt. Also sie meinte, so eine Spritze kann gar nicht zum Gift werden irgendwie. Das ist gar nicht möglich in der Zusammensetzung bei so einer Impfung. mRNA. Ja, gut. Schwierig, ne? Einfach alle töten. Wie wäre es damit? Oder so. Gar Der, die keinen mehr Erde impfen. dankt. Gar keinen mehr impfen, ganz einfach. Ja. Gut, dann halt nicht. Ja, gut, dann halt nicht, haben sich auch viele gesagt, bei der Besprechung für das Hearing für den 6. Januar. Gott, Alter. Also, es gab jetzt die ersten Anhörungen für die Insurrection, den Aufruhr am 6. Januar, die Stürmung des Kapitols. Endlich, nach einem halben Jahr wurde da mal eine Gerichts... ist ja nicht wirklich Gericht, also das House of Representatives, das formt ja sozusagen ein Gericht, aber es ist kein Gericht. Und das hat jetzt angefangen. Ich habe es mir leider noch nicht angeguckt. Ich habe den ersten Stream schon gelesezeichnet, damit ich das noch nachholen kann, weil ich bin schon gehypt, was da so. Das ist ja so ein bisschen ähnlich wie dieses damals, als es ums Impeachment ging. Und Adam Schiff ist halt wieder mit dabei und das ist der beste Redner, den ich kenne. Richtig geil. Da freue ich mich. Es gab wohl auch einige, die damals gestürmt haben, die es inzwischen echt bereuen, weil sie sich von Trump allein gefühlt haben, weil er sie nicht begnadigt hat. Weil er nicht mit reingerannt ist. Ja, ist echt witzig. Ja. Ja, gab es auf jeden Fall auch schon viele News drüber, aber ich bin nicht gerade noch nicht so im Thema. Werde ich dann vielleicht nächste Woche mal drüber sprechen. Da wünschen wir den Verbrechern, dass sie Strafen bekommen und dass man ein Exempel statuieren kann, dass man das Kapitol nicht stürmen sollte, Na, vor nur weil allem, einem das Wahlergebnis nicht passt. es wird ja auch ganz spannend, weil es geht ja darum, auch herauszufinden, ob innerhalb des Hauses da Fäden gezogen wurden. Ja, ob Republikaner vielleicht Tag der offenen Tür gemacht haben für die Leute oder sowas. Und das wird jetzt auf jeden Fall aufgerollt. Wie in der AfD, der mir auch schon Störenfriede in den Ja. Bundestag reingelassen. Und eine sehr emotionale Rede gab es von einem Sicherheitsmann, der halt sehr oft als N-Wort bezeichnet wurde von diesem wütenden Mob. Weil das schwarz ist. Nachdem er, auch unter anderem nachdem er gesagt hat, dass er Biden gewählt hat. Ja, also Blue Lives Matters, also Polizei ist toll, aber nur solange sie wahrscheinlich die Demokraten verprügelt oder so, keine Ahnung. Ja, cool. In Südafrika ist übrigens auch richtig der Bär am Steppen. Da gibt es irgendwie so einen Taxikrieg. Ich bin nicht hundertprozentig im Thema, aber irgendwie gab Krieg es halt. der Taxis. Ja, da genau, die fahren um die Wette. Das ist so richtig geil. Fast and the Furious machen die da. Statt Tokio trifft, ist es halt Kapstadt trifft. Ah, cool. Ja. Nee, wie gesagt, ich bin nicht ganz im Thema drin, aber es sind schon 80 Leute gestorben. Also da sind gerade so harte Gewaltausschreitungen wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Und angefangen hat es halt, weil es irgendwie zwei große Konzerne von Taxiunternehmen gibt und irgendwie dürfen die nicht mehr fahren oder so. Und die Infrastruktur bricht so ein bisschen zusammen und Südafrika. Ich dachte, es gibt so eine Art so eine Bankenkrieg, weißt du, so Hells Angels, Banditos-mäßig Das mit wäre auch gut. Taxifahrern. Ja. Und dann kommt Uber rein, Alter, mit der Dampfwalze und Ja. bringt die alle mal so richtig fett nach Hause. Ja. Für einen Rabatt. Sehe ich. Ja, das auf jeden Ich drück die Fall Daumen Südafrika. an die Taxifahrer da in Dings, dass sie Ja. keinen Quatsch machen. Ja, super geil, Tino. Die Woche ist sehr dünn, merken wir, ne? Wobei, es gab noch eine Explosion in Leverkusen. Pff, wen interessiert das denn? Die Leverkusener Ach vielleicht. so. Haben wir da Zuhörer? Oder halt jetzt nicht Schreibt mal mehr. Die sind ja explodiert. Scheiße. Schreibt mal in die Kommentare, liebe LeverkusenerInnen, ob ihr Podcast hören könnt. Denn es gab bei dem Chemiekonzern Bayer auf dem Gelände eine Explosion, eine chemische Reaktion, wo es auch Tote gab und Verletzte. Und man noch nicht so richtig weiß, woran es liegt, weil man die Toten nicht befragen konnte. Ich weiß, woran es liegt.
Weil Bayer fast Bayern heißt und Bayern scheiße ist. Ach so. Außer wenn wir demnächst da einem Hörerwunsch drüber reden. Stimmt. Ist Maybe. geplant, Leute, ist geplant. Die Zerstörung von Bayern. Aber Bayer, ist das nicht auch so ein Assi-Unternehmen so? Haben die nicht auch irgendwie Ja, Pharmaunternehmen, die alle, sind alle scheiße. alle Scheiße. Bayer hat ist doch Contergan oder so. Kennst eine, kennst du alle. Ja. Wobei ich einen kenne, der da mal gejobbt hat und übelst das fette Geld gemacht hat. Ja, na, dann muss es ja gut sein. Ja, auf jeden Also, wenn man Fall. irgendwo viel Geld verdienen kann, dann ist das auf jeden Fall super gut. Der ist auch so ein bisschen moralisch wie ich eigentlich, aber dachte sich, er hat kein Geld, er muss einen Job annehmen, einen Ferienjob. Hat dann da gearbeitet und hat sich dann halt versklavt. Geil. Hat da irgendwie so Tabletten und so sortiert. Also die Stunde ist schon wieder um, aber da wir letzte Woche ein wenig unterzogen haben, können wir auch diesmal kurz überziehen. Es gab nämlich noch Natürlich. zwei virale Videos. Das eine war die super mega gewaltigen Fortschritte der Homöopathie innerhalb der letzten 200 Jahre. Da gab es so eine nette Frau, die das ganz oft gefragt wurde und sie ist wohl das Gesicht von Homöopathie. Die stellvertretende Globuli-Lady. Ich weiß nicht, wer es ist. So. Und sie wird das halt wirklich in 2 Minuten lang immer wieder nachgefragt, was sind denn jetzt die genauen, konkreten Fortschritte, die diese Wissenschaft da so die letzten 200 Jahre hatte. Und sie halt immer wieder, ja, gibt es auch wirklich Entwicklungen und wir müssen schauen, wie sich das jetzt entwickelt. Und das ist auch wichtig, weil für den Nutzer ist das, die Entwicklungen ein sehr positiv. Und dann wirklich Krasse 2 Minuten, Aussage. 2 Minuten nur Scheiße. Das ist auf jeden Fall richtig gut gewesen. Und dann, wo wir gerade von Scheiße reden, gab es noch einen Pastor. Es gibt ja diese Televangelists in Amerika, die quasi so eigentlich wie eine Gaming-Show hosten, nur dass sie die ganze Zeit über die Bibel und so einen Scheiß reden. Und der hat jetzt die Sünde besprochen und hat sie dargestellt durch Scheiße von seinem Hund, die neben ihm auf so einem Podest stand. Und dann hat er gesagt, this is sin, weil in irgendeinem Absatz steht irgendwie, Sünde ist wie Exkremente oder irgendwie sowas, sagt er. Sünden sind Scheiße, deswegen sind Scheiße auch Sünden. Und dann fängt er an, diesen Hundekot in seinen Händen zu kneten und zu verreiben. Oh. Und dann so in die Kamera zu gucken mit seinen bedeckten Handflächen links und rechts. Und sagt, ja, das ist jetzt Sünde. Also, ich bin mir sicher, dass dieser Mensch einen Kotfetisch hat, weil andernfalls machst du das nicht. Vor laufender Kamera auch noch. Vor laufender Kamera, vor sehr vielen Leuten, die auch irgendwie leicht befremdet waren von diesem Szenario. Und das war auf jeden Fall ein witziger Clip diese Woche. Ich habe mir erst so vorgestellt, so eine Mischung aus 9 Live und Bibel TV, weißt du? Wie heißt denn jetzt der Bruder von Abel? Ruf der jetzt an! Ich drehe mich da völlig wahnsinnig Von hier. welcher Hunderasse ist denn jetzt dieser Scheißhaufen? Hier, guck doch mal, ich reibe schön. Geile Typen, diese Ja, Kirchenvertreter. definitiv. Also diese beiden Videos waren schon sehr witzig. Aber sonst war es dünn diese Woche, Tino. Dieser Code war nicht dünn, das kann man sagen. Aber die Woche schon eher. Was geht bei der Woche denn? Ich meine, die Baerbock hat mal zitiert. Oho, da müssen ja mindestens eine 11 von 10 geben. Das kann es ja wohl nicht geben. Ja, es ist nichts Krasses passiert. Also schon so Sachen wie das, die Explosion in Leverkusen ist schon jetzt eine Sache in den Medien gewesen, die recht aufgepauscht war Aber so. lass es dir nochmal auf der Zunge zergehen. Explosion in Berlin. Explosion in Leverkusen. Also, Ja, ja, also stimmt. ganz ehrlich. Ich bin echt bei einer 3, so maximal. Ja, Irgendwie ein bisschen. ich fahre nochmal durch. Ich meine, Südafrika ist halt sowas von weit weg, ne? Weil mir auch Olympia scheißegal ist irgendwie. Und ja, es gibt doch jetzt jeden Tag Rassismus-Skandale und es ist alles scheiße. Es ist doch nichts Neues. Ja. Also ich gehe jetzt sogar auf eine 2,5 runter, Okay. weil ich Helge Schneider nicht irgendwie hier Verstehe. positiv hervorheben will. Aber ist okay, wenn du Helge Schneider hier nochmal 0,5 Aufwind geben willst, dann gehen wir auch auf die 3 hoch. Ja, gehen wir auf die 3. Aber nur für die RTL-Reporterin, weil ich fand das schon Ah. ziemlich entlarvend. Okay. Ja. Eine 3, Leute. Tut uns leid. Vielleicht kann die RTL-Reporterin und der Pastor, die können sich ja mal zusammen absprechen. Ja. Vielleicht machen die mal Crossover-Episode. Oder auch Nena und Helge Schneider so ein Crossover-Konzert. Dann gehen sie Ja, beide von der Bühne wo dann einfach. bitte keiner hingeht und sich das anguckt. Ja, genau. Ja.
Sehr gut. So, jetzt kriege ich hier schon Krummeln im Magen vor lauter Hunger. Es reicht, Leute. Es war sehr schön. Auch eine Dreierwoche kann ja entertainend sein, wenn man über fitte Frauen redet. Also ich mag Dreier. Ja, ich habe nichts gegen nicht fitte Frauen. Aber. Da ist die Musik. Und tschüss.